Vorbereitung auf den Livestream der Meeting. Dieses Meeting wird per Livestream übertragen, steht hier. Das ist super. Ja. Meeting streamt jetzt live auf Facebook. Sehe ich noch nicht, aber ich höre die Treppe und es scheint so, als wären die live. Die sind live, zumindest sagt Facebook das. Du sagst das auch, lieber Arne? Ja. Dann schalte ich jetzt hier mal mein Gerät ein. Hallo und herzlich willkommen zum Nahtstalk, zum Monatsthema Neuausrichtung. Ein paar von euch kennen mich ja schon. Ich bin Henny Glasmacher, auch von Nahts mich nicht. Und heute habe ich zu Gast den Arne Salisch, ein neuer Kooperationspartner. Und wir sprechen jetzt gleich in der nächsten Dreiviertelstunde über indigene Völker und was wir von denen, ich will nicht sagen lernen können, aber übernehmen können. Sowohl Arne als auch ich, muss ich gerade nochmal alles ein bisschen einrichten, sowohl Arne als auch ich haben Zeit in verschiedenen südamerikanischen Ländern verbracht und wir lassen euch daran teilhaben oder dich daran teilhaben und auch an dem, was uns so bewegt, wie wir das adaptieren können und was wir einfach so da erlebt haben und was wir mitbekommen. Magst du dich selber mal vorstellen, lieber Arne? Ja, hallo, also ich bin Arne und ich bin seit kurzem Koop-Partner von Nahts mich nicht, was mich sehr freut. Ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie und arbeite eben im Bereich Narzissmus, Narzissmusopfer und Traumatherapie. Und wir haben halt entdeckt, Henning und ich, dass wir da so ein paar gemeinsame Schnittmenge haben mit indigenen Völkern. Also ich bin da ziemlich aktiv in dem Bereich. Ich bin in einem Verein, der mit verschiedenen indigenen Völkern, Jäger- und Sammlergesellschaften kooperiert bei der Sicherung ihrer Landrechte. Und wir haben da Kooperationspartner in Paraguay, in Brasilien, in Tansania und Malaysia. Ja. Na. Und im Rahmen dieser Vereinstätigkeit, ja, habe ich dann immer mal das Glück gehabt, bei verschiedenen Völkern zu leben und verschiedene Weltbilder und gesellschaftliche Modelle kennenzulernen. Wie lange warst du wo? Das glaube ich etwas ganz Wichtiges. Och, ich war mal 6 Wochen, 7 Wochen bei den Cofan in Kolumbien an der Grenze nach Ecuador. Wie heißen die? Cofan. 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 C-O-F-A-N. Ah, okay. Da habe ich mich mal, weil es mir nicht so gut ging und irgendwie, wie so alles Zufall ist in meinem Leben, habe ich dann einen Schamanen kennengelernt, einen alten Mann, der dort lebt und der hat mich dann betreut und mich gesund gemacht, sozusagen. Ne? Was hattest du denn, wenn du bei einem Schamanen... Mir ging es überhaupt nicht gut. Allgemeiner Gesundheitszustand, schwerste Depression, körperlich schwach, ich war einfach fertig. Ja. So, und dann hatte ich den Sohn dieses Schamanen, der auch ein Schamane ist, hier in Deutschland kennengelernt und hat gesagt, okay, dann komm doch mal vorbei. Und das habe ich dann gemacht. Dann bist du so, hast du dich in den Flieger gesetzt quasi und bist nach Kolumbien an die kolumbianische Grenze gereist. Genau. Okay. Also ich würde sagen, die meisten Menschen, die unter Depression leiden, gehen erstmal zum Hausarzt und lassen sich Tabletten geben. Du hast es ganz anders gemacht. Weshalb hast du das anders gemacht und wie lange ging das alles? Und es ist ja eine erstaunliche Art und Weise, mit Depressionen zu gehen. Ja, es war halt, ich sehe Depression auch nur als Symptom eines kranken Selbstes. Ich fühlte mich einfach vergiftet und ausgebrannt und auf dem falschen Weg und brauchte diese Zeit dort, um so ein Reset zu machen, ne? Da mein Bauchgefühl zu dem Sohn dieses Schamanen gut war und das alles sich sehr gut und interessant anfühlte, bin ich einfach hin. Okay. ich wüsste jetzt nicht, ob ich das tun würde tatsächlich. Aber es klingt sehr spannend, also erstaunlich. Ja. Bist du dann da gewesen oder wie lange hast du gebraucht, um da irgendwie wieder Fuß zu fassen? Nachdem ich wieder hier war. Oder meinst du dort? Wie lange bist du dort gewesen? Hast dich dem quasi... Ich habe mich dem 6 Wochen hingegeben dort. Okay. Und dann war das quasi... Dann wurde...
ein Prozess in Gang gesetzt, sagen wir mal so, der lange gedauert hat. Aber das war so die Initialzündung zu einer Heilung. Ja. Ne? Was hast du jetzt davon? Also wie lange ist das her, wenn ich fragen darf? Das war 2016. Das ist 6 Jahre her. So lange her. Ja, ja. Ich bin in der Zwischenzeit auch noch gereist. Aber da wurde so ein Prozess angestoßen, der mein ganzes Leben umgekrempelt hat. Ich habe zwar diese ganze Heilungsgeschichte und Heilpraktik, Psychotherapie und Fortbildung habe ich schon seit 2008 gemacht. Ne? Ja. Aber die ganze Zeit anders gelebt, ziemlich erfolgreich und ziemlich durchgedreht im Vertrieb gewesen, der Kohle hinterhergerannt und Mitarbeiter gehabt und bla bla bla, also was diese ganze Schiene damit zusammenhängt. Und das hat mir nicht so gut getan. So. Und weil mir das nicht gut getan hat, bin ich immer kranker geworden. Und das war so die Initialzündung, da rauszukommen. Trotz des ganzen Geldes, was ich dort verdient habe und so. Das ist tatsächlich, wenn man dann auf diesen anderen Kontinent in diesen Bereich reist und da ist alles, habe ich festgestellt, alles Materielle, das Wort mit SCH dürfen wir nicht benutzen, aber es ist alles anders. Es ist auch egal. Ja. es hat ist völlig egal, überhaupt genau. Keine Bedeutung. Ne? Genau. Und so mein Kontakt mit diesem Thema indigene Völker, das war 2014 bei einer Asienreise. Ich war in Malaysia und habe dann dort live mitbekommen, wie diese armen Leute mit Militärgewalt aus ihren ärmlichen Dörfern aus dem Regenwald vertrieben wurde, weil das halt für Ölpalmenanbau genutzt wird, das Land. Und dann dachte ich mir, das gibt's doch nicht, da muss man doch irgendwie, also war dann wieder hier in Deutschland, habe alle möglichen angeschrieben, Greenpeace und die Grünen und die Bundesregierung und was weiß ich wen, hat sich keiner gemeldet. Mhm. Nur dieser kleine Verein Rettet die Naturvölker, der Bernd, der jetzige Kollege, sagte, jo, die Senoi da, die passen in unsere Satzung. Also wenn du da Connections hast, dann kriegst du Geld und kannst da was machen. Ach, wie toll, echt? Ja, und dann bin ich wieder hin und habe Kontakte gesucht zu den Leuten, die waren sehr misstrauisch, die hielten mich da für einen Geheimagenten oder was weiß ich, Spion der Wirtschaft, aber so nach einem halben Jahr hatte ich deren Vertrauen und dann haben wir dort ein Kartierungsprojekt angefangen, 2015, also dass man mit GPS-Geräten Grundbesitzkarten erstellt für die einzelnen, für diese einzelnen indigenen Siedlungen. Ja. Ja, weil manche von denen, die leben da, auch, da wo sie leben, schon ein paar tausend Jahre. Mhm. So, jetzt gibt es ein Gesetz in Malaysia, nachdem die Leute das Land behalten können, wenn sie beweisen können, dass sie da schon länger als 150 Jahre leben. Also fertigen wir dort Grundbesitzkarten aufgrund von Landmarks an, Besiedlungsnachweise. Und diese Grundbesitzkarten dienen mittlerweile als Beweis vor Gericht. Ach, super. Okay, aber das ist eine Sisyphus-Arbeit, aber wir konnten schon drei Prozesse gewinnen. Mit den von uns angefertigten Karten haben die Leute entweder ihr Land oder einen Teil des Landes oder eine Entschädigung wenigstens bekommen. Ja. Wow. Und das läuft seit 2015 und das ist alles aus dem Urlaub entstanden. Und im Rahmen, in dem Rahmen bin ich eben, du sagtest Südamerika, also ich bin meistens in Malaysia gewesen, bei den Leuten da. Ja. Na, und da kommen wir zum Thema, was können wir von denen lernen? Ja. Diese Senoi-Völker heißen die, die haben so ein bisschen Eingang gefunden in die westliche Welt. Ja. Dir ist bestimmt Iseelen in Kalifornien bekannt, diese esoterische Kaderschmiede und wo bewusstseinserweiternde Techniken und so Fritz Perls als Gestalttherapeut und war da aktiv und. Da hat nämlich derjenige, der Anthropologe, der dieses Senoi irgendwann in den 30er Jahren letzten Jahrhunderts entdeckt hat, war so fasziniert. Warum sind die so friedfertig? Ja. Die tun sich ja gar nichts. Die schreien sie nicht an, es gibt keine Kriminalität, da vergewaltigt keiner irgendwen, die Kinder werden nicht geschlagen. Das kann doch nicht normal sein. Und,
Und er führte das dann eben auf den Umgang dieser Leute mit ihren Träumen zurück. Und es ist da wirklich so, wenn irgendwer was Markantes träumt, dann sagt er gleich seinen Nachbarn Bescheid und die bequatschen erstmal, was soll denn das bedeuten? Und auch wenn ein Kind Okay. irgendetwas träumt, dann fragt es gleich die Eltern. Und wenn da keine Lösung gefunden wird, dann geht man eben zum Anführungsstrichen Schaman und da wird das aufgearbeitet. Also quasi eine Traumbearbeitung. Genau, und das ist da völlig normal bei denen. Das gehört zu denen, so wie bei uns das Frühstücken dazu. Super interessant. Und das ist irgendwie, deutet man das natürlich dann auf so einen, naja, Aggressionsabbau auf unterbewusster Ebene und wie auch immer. Da können manche Sachen gar nicht entstehen. Und daraufhin hat sich dann so eine Senoi-Schule der Traumkontrolle entwickelt. Wie die Westler so sind, wird alles esoterisiert und in Schubladen gepackt und so. Und da gab es dann Kurse, wie die das angeblich machen und so einen richtigen Hype. Gibt es auch Literatur auf Deutsch drüber. Ist alles ein bisschen übertrieben, aber ich durfte das selbst vor ein paar Jahren miterleben. Da war ich auf einer Dorfversammlung, die wurde einberufen, weil 30, 40 Leute aus dem Dorf den gleichen Traum hatten. Ach, So, einiger Stuhl. Ratsversammlung. Und der Traum war, dass der Monsunregen nächste Saison besonders stark wird Ja. und der Bach über die Ufer tritt und verschiedene Häuser mitnimmt und Überschwemmungen verursacht. Und dann wurde aufgrund der Information dieser Träume beratschlagt, wo die Dämme am Bach verstärkt werden und welche Häuser umgesetzt werden. Ja. Also fand ich super interessant, diesen Ansatz überhaupt sozusagen politische Entscheidungen zu treffen. Und ja. Also das sind diese neu und ich bin da immer wieder und sehr gerne, weil ja diese Friedfertigkeit. Es ist und das ist was, glaube ich, was wir, wenn wir beim Thema, was können wir von denen lernen oder wie können sie uns beeindrucken? Diese Bescheidenheit, so eine natürliche Spiritualität, ein absolutes Gefühl der Verbundenheit mit allen, mit allem und allen. Und nicht dieses im Westen, wir sind getrennt. Wir sind getrennt von allem. Und die fühlen sich allem verbunden. Eben der Natur und ihrem Volk und ihren Kindern und ihren Eltern. Und das ist ein ganz tolles Gefühl, ne? Ich muss mal ganz kurz zurückspringen. Was war jetzt mit dem Monsun? Kam der Monsun? Der Monsun kam und es war auch alles richtig, wie sie das gemacht haben. Das heißt ja im Umkehrschluss, wenn ich das jetzt mal betrachte, was du gerade erzählt hast, aufgrund der Tatsache, dass mehrere, mehr als zwischen 30 und 40 Personen, die alle wahrscheinlich auch miteinander verwandt sind, die sich kennen, den gleichen Traum hatten, hat man sich zusammengesetzt, hat diese Träume, wo du von sagtest, das ist ganz natürlich, dass darüber gesprochen wird. Wenn wir zum Frühstücken gehen, wird darüber gesprochen. Und aufgrund dieser Träume ist man hingegangen, hat also eine bauliche Veränderung initiiert, um das Volk zu schützen. Genau. Das bedeutet ja wiederum, wenn diese Menschen nicht das Vertrauen in sich selbst hätten und in die Natur und diese Verbundenheit hätten, hätten sie erstens nicht drauf gehört, weil sie haben wahrscheinlich keine Seismografen oder so irgendwelche Nö. Messgeräte, Auch die keine das Meteorologen und so, ne? irgendwie abbilden können, sondern die verlassen sich einfach nur auf sich. Ja, genau. Die haben auch keine, also die haben wahrscheinlich keine Messgeräte und keine Smartphones Doch, haben sie oder schon. Es ist ja so halb zivilisiert, aber sie sind weit davon entfernt, irgendwie. das als Milieu. Maßstab zu nehmen. Ja, na, schon gar Okay. nicht jetzt auf diese Distanz vom halben Jahr können die doch, das kann auch ein Meteorologe nicht voraussehen, wie der Monsun wird, ne? Na, nein, also weiß man nicht. Also ich glaube, es versuchen einige, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Aber Genau. ich finde es so wahnsinnig erstaunlich, und das finde ich wirklich toll daran, dass du dies erzählst. Es ist ja, unser Monatsthema ist ja Neuausrichtung. Und wir Ja. versuchen ja, den Menschen da mitzugeben, wie sie sich neu ausrichten können. Und wenn ich diese Geschichte höre, wie du gerade erzählt hast, und ich erzähle gleich noch ein bisschen was von mir, wo ich gewesen bin. Ich weiß aus meiner Erfahrung heraus, dass das stimmt. Das ist so erstaunlich, und das ist dieses Neuausrichten wahnsinnig wichtig, in das Vertrauen zu gehen. Wir sprachen im Vorfeld doch über Vertrauen auch, was wir leider nicht mehr haben.
oder nicht mehr so häufig haben. Also das Vertrauen zu einem Selbst, das, was aus einem Selbst rauskommt und sich entwickelt. Weil ein Traum ist ja letztendlich eine Verarbeitung, eine Verarbeitung von Informationen, die wir haben. Und wenn man sich bewusst damit beschäftigt, dann sagst du, dann kann man das ja auch sehr gut nutzen. Ja gut, Traum als Informationsverarbeitung, okay, das ist eine Deutung. Aber ich meine, die Aborigines in Australien, die sind ja bekannt für ihre Traumwelt-Theorie. Das heißt, für die ist die Traumwelt die reale Welt und die Welt, in der wir jetzt sind, eher die irreale und die illusionäre Welt. Und ja, die beziehen ihre Informationen aus dem, was sie Traumwelt nennen. Das ist für sie real. Ja. Glaube ich, ist das ein anderer Ansatz, als das auf Informationsverarbeitung aus der jetzigen Welt zurückzuführen. Und das Interessante ist, dieses Senoi, bei denen ich war, das ist eben so bevölkerungsgeschichtlich, ist es das Gleiche, sind sie verwandt mit den Aborigines. Ne? Ja. Ja. Also das hängt auch irgendwie zusammen, das haben die irgendwie im Blut. Das sind so, man nennt das Negrito-Völker in Asien, das ist so die älteste Bevölkerungsschicht Asiens, die irgendwann vor 60.000, 70.000 Jahren da langgewandert sind. Und da findet man eben noch Reste in Malaysia, in Thailand und auf den Philippinen. Ne? Ja. Die sich eben, die sehen anders aus als der typische Asiate, sind kleinwüchsig, kraushaarig, deswegen Negritos nennen, Negerlein nannten sie die Spanier und die Kolonisatoren und zeichnen sich eben durch große Friedfertigkeit aus. Da möchte ich nochmal ein Zitat bringen. Die wurden bis in die 30er, 40er Jahre des letzten Jahrhunderts als Sklaven gejagt. Ne? Und dann fragte man mal einen ihrer Anführer, wohl Anführer gibt es eigentlich gar nicht, das ist eine egalitäre Gesellschaft, wo alle gleich sind. Aber man fragte dann einen von ihnen, warum sie sich nicht wehren. Und da hat er gesagt, da müssten wir Menschen zu töten, das machen wir nicht. Oh, okay. Hm? Das finde ich schon heftig. Ja, das stimmt. Aber es ist eine schöne, also es ist schade, also nein, es ist schön, dass sie so leben und dass sie diese Philosophie haben. Ja. Das bedeutet der Umkehrschluss auch, also wenn ich versuche mal so ein bisschen zu resümieren, das irgendwie zu adaptieren auf das, was wir mitnehmen können. Also wenn wir mit uns selbst im Frieden sind und mit uns selbst im Reinen sind, brauchen wir letztendlich auch und haben wir auch keine Angriffsmöglichkeit. Wir müssen auch nicht angreifen, oder? Richtig. Das wiederum bedeutet ja, dass wir ein wesentlich entspannteres Leben, um das jetzt mal so in unsere Welt zu adaptieren, ein wesentlich entspannteres Leben hätten, theoretisch. Theoretisch. Wir bräuchten nicht angreifen, wir bräuchten nicht im weitesten Sinne expandieren. Ne? Mhm. Weil wir würden in uns ruhen. Und unsere westliche Welt ist ja irgendwie in jedem Sinne Expansion. Wir hatten es vorhin mit Wirtschaft und Nachhaltigkeit und ewiges Wachstum und, und. Das ist alles die gleiche Sache irgendwie, denke ich. Ne? Ja. Was wäre so dein persönlicher Tipp? Wie kann man das am leichtesten machen? Also wie kann ich am leichtesten zu mir selbst kommen? Ich habe so auch viele Möglichkeiten, aber... Ich weiß es nicht, ständige Reflexion und inneren Dialog. Ja, wie sieht denn bei dir der innere Dialog aus? Hast du ein inneres Kind oder mit wem sprichst du? Ja, das ist ja mit dem, was ich jetzt auch therapeutisch mache. Ich mache ja Ego-State-Therapie, also Teilearbeit im weitesten Sinn. Und da kommuniziere ich immer mit meinen verschiedenen Ich-Anteilen. Also es sind mehrere innere Kinder und innere pubertierende Jugendliche und innere Erwachsene und so weiter. Okay. Das ist die ganze Schar, mit denen ich immer mal so kommuniziere. Wie viele sind es? Ach so, naja, so über 15 sind es inzwischen. Wow, okay. Da hast du quasi mehr als eine Fußballmannschaft. Also du könntest schon eine Fußballmannschaft stellen. Ja, genau. Und wann gehst du mit wem in den Dialog? Oder ist es abhängig? Oder wie? Ja, wir haben es auch im Rahmen der Ausbildung immer mal wieder gemacht auch und so. Ich gucke halt, was ist. Und wenn ich jetzt irgendwie genervt bin und irgendwie so rumgrummel und wenn ich denn dran denke, weil manchmal verliert man sich auch stundenlang in diesen Filmen, bevor man an irgendwas denkt, dann frage ich diesen inneren pubertierenden Jugendlichen,
der da gerade rumnervt, was er denn jetzt eigentlich will und was ich ihm Gutes tun kann, damit er ruhig ist, damit er sich glücklich fühlt. Dann entsteht ein innerer Dialog und dann ändert sich meine Stimme. Ich hatte das gestern tatsächlich. Und gestern war mir wieder so bei mir so ein Tag, wo ich auch genau diesen Zustand hatte. Und das ist total interessant, weil du hast gerade das Richtige gesagt. Das ist immer die Frage, kann ich den dann erreichen? Stelle ich das erstmal fest? Und wenn ich das festgestellt habe, kann ich dann in den Dialog gehen? Das bedeutet auch, was du vorhin sagtest, ich muss mich selbst reflektieren. Ich musste erstmal ein Gefühl für bekommen. Und ich habe mir den gestern dann auch, das war so präsent und ich dachte mir, okay, was ist jetzt eigentlich dein Problem? Ich habe aber keine wirkliche Antwort bekommen. Und ich dachte mir, na gut, dann schmoll halt. Das hat natürlich zur Folge, dass meine Stimmung jetzt auch nicht wesentlich besser wurde. Aber aufgrund der Tatsache, dass ich mich damit beschäftigt habe, konnte ich das auch für mich akzeptieren und konnte sagen, ja, das ist jetzt doof, aber es ist halt so. Genau. Ich muss deswegen nicht grämen und ich muss jetzt mir nicht irgendwie irgendwelche Vorwürfe machen, dass ich in so einer Stimmung bin, sondern ich kann das einfach annehmen und sagen, ja, hey, ist jetzt nicht toll, aber hilft mir. Genau. Und es geht dann vorbei. Ja, irgendwann ist es dann auch wieder gut, wenn man dann irgendwann an den Punkt kommt, okay, dann ist dann schmollt, wer da auch immer schmollt, schmollt einfach auch nicht mehr, weil es ist die Aufmerksamkeit, die dann gerichtet wird. Ne? Genau. Und dieser schmollende Anteil erfreut sich allein darüber, dass du ihn wahrnimmst. Ja, richtig. Er will gewertschätzt werden. Und nicht unterdrückst. Genau. Ja, ich glaube, bei den einen sind es mal, weil es sind ja auch immer unterschiedliche Anteile und unterschiedliche, ich sag mal so, Personen oder wie auch immer man das nimmt. Ne? Bei den einen sind es 5, bei den anderen sind es 2. Ich glaube, bei mir sind es so 3, 4 tatsächlich nur. Ich denke, das hat auch viel damit zu tun, wie man groß geworden ist, was man erlebt hat und was man so in seinem Leben mitgenommen hat. Ne? Ja gut, wir sprechen therapeutisch davon, beim gesunden Menschen oder normal sind es zwischen 5 und 15. Ne? So um den Dreh. Aber wenn jetzt jemand so eine dissoziative Identitätsstörung hat oder multiple ist, so, dann ufert das schon aus. Ne? Und wie du sagtest, je nachdem, was man so mitgenommen hat, die bilden sich ja auch durch Traumatisierung und wenn viele Traumata erfolgt sind, dann sind da natürlich mehr. Ne? Ja, genau, richtig. Und das ist, glaube ich, eines der schwierigen Punkte, dass die dann wirklich zu entdecken, denen die Akzeptanz zu geben und mit der Akzeptanz dann auch die in das eigene Leben aufzunehmen oder bewusst zu machen und damit umzugehen. Genau, und jetzt, wo wir da bei diesen Sachen sind und eigentlich vom Indigenen herkommen, wollte ich noch was erzählen, auch von diesen Senoi. Ja. Womit ich mich jetzt in letzter Zeit viel beschäftigt habe, ist, wie verarbeiten indigene Völker Traumata? Weil die haben ja auch ihre Techniken. Und bei den Senoi ist das so, die haben ein Psychodrama. Die führen ein Theaterstück auf, ne? Also ein Ritual mit der gesamten Gemeinschaft, was von Musik, Gesang und Schauspiel begleitet ist, ja. In dem jetzt Bedrohungen, die diese Gemeinschaft attackiert haben, was weiß ich, Holzfällerangriff oder vor ein paar hundert Jahren Tiger, die das Dorf überfallen haben oder irgendwas anderes, wo diese Bedrohungen in schauspielerischer Form dargestellt werden. Na, und da ist die ganze Gemeinschaft dran beteiligt. Und das ist, es ist Psychodrama. Na? Und das machen die so, ohne Psychotherapie studiert zu haben. Machen die seit tausenden von Jahren so, ne? Ja, das Tolle dabei ist, glaube ich, einfach, wenn du andere Personen mit einbindest, können die ja auch gegebenenfalls verschiedene Rollen übernehmen. Das ist so ein bisschen wie bei einer systemischen Aufstellung, vielleicht. Und du hast ja den Vorteil, du kannst die negativen Energien, die da entstehen, auch besser verteilen und du bekommst die positiven Energien von den anderen, die auch da sind, die das Trauma vielleicht gar nicht so erlebt haben. Genau. Also wäre dann in so einem Fall, man spricht ja immer von Gruppentherapie, aber ich glaube, das wäre was anderes, aber so in die Richtung, würde das wahrscheinlich vielen helfen, wenn sie sich neu ausrichten wollen, das ist ja das Monatsthema, diese Neuausrichtung nicht nur mit sich vereinbaren, sondern auch mit anderen vereinbaren, um eine Unterstützung
vielleicht auch von außen zu bekommen. Genau, und im Rahmen dieser Neuausrichtung vielleicht Sachen, die Sie sonst automatisch machen, mal ganz bewusst anders machen, was immer das sein mag. Durch den neuen Input vielleicht auch, ne? Genau. Durch eine andere Sichtweise, durch eine Reflexion mit jemand anderem, durch das Gespräch, durch den Dialog, durch die Informationen habe ich ja die Möglichkeit, mich selber wieder neu auszurichten oder zumindest darüber nachzudenken, was ich vielleicht ändern könnte. Und du hast ein Stichwort gegeben, wo wir wieder beim Indigenen sind, systemische Aufstellung. Bert Hellinger war ja Missionar. Er war in Südafrika, glaube ich. Und man sagt, dass er die Aufstellung entwickelt hat, weil er Indigenen, ich glaube den Sam, beim Jagdzauber zugesehen hat, weil er deren Rituale studiert hat. Okay. Na? Und wenn man sich so, damit habe ich mich auch mal beschäftigt, diese Jagdrituale anguckt dort, das sind ja Maskentänze, die aufgeführt werden, die durch Identifikation funktionieren. Also derjenige, der die Maske des Straußen aufsetzt, ist dann Vater Vogel Strauß. Und der Jäger fragt Vater Vogel Strauß, also den damit Identifizierten, ob er denn ein seiner Mitglieder seines Volkes jagen darf, damit sein Stamm zu essen hat. Mhm. Ja, und durch diese Identifikation und die Zustimmung und diese symbolisch ausgeführten Jagdakten ist die Jagd eigentlich schon abgeschlossen in dem Ritual und die eigentliche Jagd nur eine Ausführung dessen, was schon stattgefunden hat. Mhm. Das gleiche Prinzip ist auch in der systemischen Aufstellung. Du identifizierst dich. Ne? Und das fand ich ganz interessant, diese Info, dass er das dort abgeguckt haben soll. Ja, also durch die Frage, ob das so geschehen ist, aber das ist ja auch nicht unbedingt zwangsläufig notwendig, dass man weiß, ob so geschehen ist, sondern was ist das Ergebnis und was kann ich damit tun? Genau. Das heißt also auch, wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen, wäre es auch durchaus sinnvoll, mal auf die andere Seite des Globus zu gucken. Genau, so ist es. Ich hatte damals ja das Vergnügen, dass ich ein paar Wochen in Brasilien war. Das war mein Südamerika. Tatsächlich hatte beruflich da zu tun, weil er, also in Südamerika und in Afrika bin ich auch gewesen. Brasilien aber hauptsächlich. Und da haben wir uns mit einem Volk, mir fällt der Name leider jetzt nicht mehr ein, das ist schon echt eine ganze Weile her. Aber allein die Anreise hat 48 Stunden gedauert, bis wir dann da waren, wo wir eigentlich hin wollten und einen Tag mal Schluss fahren. Also erstmal fliegen ohne Ende und dann irgendwann, die Flugzeuge wurden immer kleiner, bis es dann irgendwie zwei Propeller war mit 6 Leuten drin. Und dann ging es dann nur noch am nächsten Tag mit dem Boot, mit 2 Booten, einfach einen Tag lang über den Fluss bis zu diesem Völkerstamm, der da gelebt hat. Mhm. Die waren schon auch ein bisschen zivilisiert, insofern, dass sie ein Steingebäude, ein massives Gebäude hatten, aus Stein gebaut. Was war so eine Art Doktorstation, Arztstation, wo dann immer mal wieder behandelt wurde. Ansonsten wohnten die halt auch in offenen Hütten. Das war meine erste Berührung tatsächlich auch mit auch in dieser absoluten Wildnis. Und das ist so faszinierend, wenn man auf diese Menschen trifft, die kannten natürlich, weil sie auch von Westlichen betreut werden oder auch von den Menschen, die da in Brasilien auch in den Städten leben, betreut werden. Die haben natürlich einen Kontakt dazu. Aber die haben halt auch keine Elektrizität. Die haben so ein Notstromaggregat, das wird dann manchmal angemacht, wenn es denn funktioniert. Mhm. Dann haben die nicht funktioniert, weil bei der Hitze, bei der Folgefeuchtigkeit gehen so Dinge natürlich auch schnell kaputt. Folglich haben wir denen dann so Taschenlampen mitgemacht, gebracht, die man so aufladen konnte durch Bewegung, ne? Mal so drücken und dann wurde das ein Akku aufgeladen. Und genauso auch die Radios zum Kurbeln, damit die ein bisschen Entertainment quasi hatten. Aber deren Entertainment war die Natur und das Draußensein. Ja. Und es gab da keine Uhr, es gab da einfach nichts. Und das war für mich total wahnsinnige Erfahrung, weil ich natürlich das Kameraequipment mit hatte. Ich hatte natürlich auch ein Smartphone mit und ne, was man halt so alles mitschleppt, wenn man da hinreist, weil es braucht man ja alles irgendwie. Das hat aber alles nichts gebracht, weil das Telefon hatte keinen Empfang gehabt. Das konnte man also auslassen. Und ich war quasi gezwungen,
mich mit dem, wo ich da gelebt habe, auseinanderzusetzen. Was wiederum bedeutet, ich musste mich aber auch erstmal auf meine ganzen Sinne, die ich noch hatte und die man hat, auch mal wieder erstmal verlassen. Und das ist das Spannende, wenn man das mal anfängt, das zu tun, was da so alles in einem schlummert. Also was man alles für Möglichkeiten hat, ne? Wie man die Natur wahrnimmt, wie man das riecht, was man sieht, wie man fühlt. Und letztendlich dann darüber hinaus auch, wie ich damals auch mit den Menschen umgegangen bin. Denn die sind mit mir anders umgegangen, als die Menschen hier mit einem umgehen. Und aufgrund dessen, dass die mich ganz anders angesprochen hatten, ich da gewesen bin, habe ich auch einen anderen Zugang zu denen gehabt. Und es war wahnsinnig herzlich, es war wahnsinnig zugewandt, obwohl wir uns überhaupt nicht kannten. Und sehr zugeneigt. Das war eine tolle Erfahrung, die ich dann auch tatsächlich bis heute mitnehme. Und ich habe da auch gelernt, und das ist auch, glaube ich, wichtig für viele Menschen, Vorurteile abzulegen. Genau. Weil diese Menschen, die da sind, sind, hatte ich den Eindruck, vorurteilsfrei. Wenn ich mir das so genau betrachte, ist es relativ logisch, weil wenn ich da lebe, wo alle möglichen wilden Tiere sind, wo alle möglichen Skorpione und weiß ich nicht was leben, die ganzen Gefahren lauern, wenn ich da nicht vorurteilsfrei bin, würde ich gar nicht mehr auf meine Natur und auf das Drumherum reagieren können. Richtig. Projektionsfrei. Ja. Unmittelbare Wahrnehmung haben. Genau. Aber wenn ich mich mit etwas beschäftige oder wenn ich mit Menschen zu tun habe oder meistens mit dem, was ich tue und Vorurteile habe, bin ich ja schon vorbelastet und habe gar nicht die Möglichkeit, die Ressourcen, die ich selber in mir habe, dafür einzusetzen, meine Vorurteile einfach nicht gelten zu lassen. Richtig. Und das ist einfach auch, was ich da damals in der Zeit gelernt habe. Diese Völker waren auch missioniert tatsächlich. Das fand ich ein bisschen schade. Die waren dann Christen. Da dachte ich mir, naja, blöd, jetzt bin ich auch bei Gleichgesinnten. Ich dachte, ich könnte mal was anderes erleben. Und im Zuge dieser Sendung, für die wir damals gedreht haben, da habe ich noch als Kameramann, Kameraassistent gearbeitet, sind wir dann auch nach Afrika gereist und waren an der angolischen Grenze in Namibia, genau. Und dann irgendwie auch gefühlt einen Tag mit dem Auto rumgefahren und saßen dann am Fluss und haben uns dann mit dem Häuptling des Stammes da unterhalten. Und dieser Stamm, deren Religion, war ein Baum. Dann dachte ich, okay, was heißt jetzt Baum? Wir haben das erklärt, die hatten, ja, wir haben hier einen Baum und wir glauben daran, dass wir aus diesem Baum entstanden sind. Dass wir also die Früchte dieses Baumes sind. Das ist aber für mein Bild, wie ich groß geworden bin, war das sehr abstrakt. Ich konnte das auch nicht so richtig zuordnen tatsächlich. Aber auch da dieses Bewusstsein zu sagen, es ist auch, die Religion spielt keine Rolle, sondern die Frage ist, woraus glaube ich, dass ich entstanden bin? Und dadurch, dass sie einfach die Verbindung zu dieser Natur haben, weil sie sagen, sie sind aus diesem Baum, aus einem Baum entstanden, haben sie eine ganz andere Verbindung zu der Welt und zu dem, wo sie herkommen. Und auch dieses Volk, völlig friedlich, wie du es vorhin auch erzählt hast, ja, da gibt es nichts. Also sagen sie, was Gefahr bedeutet, bei denen ist die Natur. Das, was in der Natur lebt, davor müssen die sich schützen. Ansonsten haben die keine Gefahr. Und es ist für die auch überhaupt nicht wir haben auch gar keine Notwendigkeit, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen, weil sie einfach nicht den Bedarf haben. Und es ist auch nicht priorisiert, ne? So wie wir immer denken, ja, wir müssen da aufpassen. Und oh Gott, wenn du da entfährst, da passiert ja das und das und da darfst du nicht, weil du wirst überfallen und nö. Und das ist auch wieder, da kommen wir wieder zurück zu diesem Vertrauen. Ne? Also wenn ich lerne, mir selbst zu vertrauen und ich dieses Urvertrauen aufbaue, habe ich viel weniger Angst. Weil wovor soll ich Angst haben? Wir versprachen ganz vor dem Gespräch, fand ich auch interessant, hatten wir noch darüber gesprochen, wenn man manchmal so finanziell sich Sorgen macht und solche Sachen, ne? Aber dabei ist man schon ja ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte auf diesem Planeten. Und wenn man sich überlegt, wie oft es gut gegangen ist, bräuchte man sich eigentlich gar keine Gedanken mehr machen. Ja. Das fand ich so spannend bei diesen Völkern, die da einfach so eine ganz andere Grundstruktur in sich tragen und die natürlich auch uns angeguckt haben nach dem Motto, was habt ihr da für komische Geräte, was macht ihr da? genau. Aber nicht. Wir beschäftigen uns gar nicht damit. Ja.
Und das ist gut, was du sagst mit diesem Vertrauen. Auch mir fiel da gerade ein, ich war bei den Jahut, das ist so eine Subethnie des Hanoi in Malaysia. Da war ich mal eingeschlossen, weil es auch wieder fürchterlich geregnet hat und alles war überschwemmt und ich bin eine Woche nicht aus dem Dorf rausgekommen. Und da konnte ich das nun genau sehen, wie sie alle miteinander umgehen. Mal abgesehen davon, das war die friedlichste Zeit in meinem Leben. Ich habe die ganze Zeit unter dem Dach in der Hängematte gelegen und es hat geregnet und geregnet und geregnet. Und aber wenn man dann so die Kinder gesehen hat da, das ist mir auch dann später aufgefallen, die werden nicht gemaßregelt von den Eltern, die werden auch nicht erzogen. Die ziehen in Horden, auch schon Kleinkinder, durch die Gegend, durch den Dschungel, erkunden alles und ja, erziehen sich selbst. Bloß wenn richtig Gefahr in Verzug ist, dann greift man Erwachsene ein. Aber ansonsten lernen die schon ganz früh, sich selbst zu vertrauen und mit der Umgebung und mit allem verbunden zu sein. Hm. Ne? Ja. Klar, wenn du natürlich hingehst, und das ist ein schönes Beispiel, wenn die Eltern hingehen würden und denen alles erklären würden, wie es sich verhält, die selber die Erfahrung aber nicht machen, weil sie es selber nicht erleben, können sie die Verbindung zu dem, was sie ja sehen, was sie fühlen, gar nicht aufbauen. Ja, genau. Das heißt im Umkehrschluss auch, wenn wir das verloren haben, sollten wir dafür Sorge tragen, dass wir uns wieder mit dem verbinden, was uns umgibt. Mit dem, was noch da ist, genau. Ja, es ist schon eine ganze Menge da. Also wenn ich rausgehe in die Natur und in den Wald gehe zum Beispiel oder hier in Köln mich an den Rhein sitze, da ist schon eine ganze Menge Natur. Da kann man eine wahnsinnige Verbindung aufbauen. Und das Spannende dabei ist, wenn man das tut, merkt man, wenn man das bewusst tut, was da wieder zurückkommt. Also wir können die Verbundenheit tatsächlich zum Beispiel in Natur, wenn wir sie haben und wenn wir sie wiederherstellen, sehr viel davon mitnehmen. Also es ist so ein bisschen so wie auftanken, ne? So ein bisschen wie in der Sonne sitzen oder so. Ne? Aber alleine im Sommer auf der Wiese zu liegen und mal die Nase in den Rasen zu stecken und mal zu riechen, wie die Erde riecht, ist ja schon, da geht gar nicht anders, als keine Verbindung aufzubauen. Ja, genau. Du hast auch keine Zeit mehr für blöde Gedanken im Kopf, wenn man die Nase in der Erde hat. Das ist ein tolles Bild. Ja. Also nicht die Vogelstrauß-Methode, sondern auf der Oberfläche bleiben, ja, ja, genau. Den Kopf in den Sand stecken, sondern den Kopf quasi auf den Rasen legen. Genau. Und wann bist du wieder? Entschuldigung. Ja. Wann bist du denn wieder mal bei deinen da bei den Völkern, bei dem Volk? Also ich will dieses Jahr noch nach Malaysia, das denke ich mal, und vielleicht nach Paraguay, weil wir da ein Projekt, also Projektpartner haben, mit dem wir seit 10 Jahren zusammenarbeiten. Ja. Paraguay, es ist ganz interessant, dass da leben noch 150 Aislados, also Unkontaktierte. Oh, tatsächlich? Ja, so, das ist die südlichste Population unkontaktierter Menschen überhaupt in Südamerika. Die meisten werden ja im Amazonasgebiet vermutet, so sie denn noch leben. So sie denn noch leben. Aber da im Gran Chaco sind noch so 120 bis 150 Ayoreo, heißt das Volk, die da unkontaktiert leben. Was heißt denn unkontaktiert? Also unkontaktiert bedeutet, es gab noch keinen Kontakt zu diesem Volk. Die flüchten vor den Weißen. Das Großes dieses Volkes wurde in mehreren Menschenjagden bis in die 90er Jahre aus dem Wald geholt, massakriert, auf Missionsschulen verteilt, in Lager gesperrt und so weiter, weil das Land eben von den dortigen Mennoniten als Soja- oder Rinderfarm genutzt wird. Und die sind diesen Menschenjagden entkommen und schlagen sich seitdem so durch. Ab und zu werden mal welche gesehen, ab und zu sieht man mal Fußspuren, ab und zu sieht man mal irgendwie ein Feuer oder so, weil unsere Kooperationspartner dort, die machen so ein Monitoring, die schauen, wo diese Menschen waren, das auch mit Satellitenhilfe und mit Scouts und was weiß ich, damit man so Wanderbewegungen feststellt, um die irgendwie auf die aufzupassen, wie auch immer, was unheimlich schwierig ist, weil Paraguay ist ziemlich heftig, was das alles angeht, ne? Das heißt, du möchtest also versuchen, dass da kein Kontakt stattfindet, möchte denen diesen Menschen, die da leben, aber auch den Raum geben, den Raum schützen, dass sie unkontaktiert bleiben können. Richtig, richtig. Da wurde in der Vergangenheit zusammen mit
mehreren Organisationen wurden sogar aufgrund der analysierten Wanderbewegung dieser Menschen Hunderttausende von Hektar Land gekauft, damit das eben nicht für agrarmäßig genutzt werden kann, sondern die dort irgendwie weiter wandern können. Aber da ist so eine Rechtsunsicherheit, das interessiert keinen, wem das Land gehört. Ne? Also die Rinderbarone nehmen sich das einfach. Ne? Ja, da fragt keiner und wo kein Kläger lag, kein Richter. Wie man genau, sieht. Genau. Und die Staatsorgane sind so korrupt und auch die Indianerbehörden. Also das ist ganz, ganz schwierig. Ja. Aber trotzdem, da arbeiten wir seit langem mit denen und da wollte ich mal hin, vielleicht, ja. Ja. Hast du für unsere Zuschauer, ich will nämlich jetzt auch so lange zum Ende kommen tatsächlich, hast du für unsere Zuseher und auch vielleicht für nachher, gibt es irgendwie sowas wie Musik, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie diese Menschen, hast du da irgendwas, kannst du da was empfehlen? Kannst du da vielleicht was hier reinschreiben in den Chat nachher? Musik, nee, da fällt mir jetzt nichts ein, ich suche mal, ich guck mal. Also irgendwas um so eine, weil ich finde das total spannend. Ich fand das so spannend, was du gesagt hast, in diesem Traum, den die erzählt haben. Und für mich ist das so, ich finde das immer ganz schön, wenn es dann so, wenn es etwas gibt, wo wir eine Verbindung her mit hinbekommen könnten. Und mal oft geht es ja über Musik, die dann irgendwie vielleicht da mal, die du vielleicht mal aufgezeichnet hast oder. Habe ich nicht, aber es gibt zum Beispiel Studien von, wie heißt sie, Marina Roseman, die war bei diesem Volk. Und die hat eine Studie gemacht, die heißt Healing Sounds of the Rainforest. Und da gibt es Aufnahmen von Ritualmusik. Die haben für verschiedene, eigentlich für jedes Element des Regenwaldes eine Musik. Für den Tiger, ja. Für die Luft, für die Bäume und so. Und da kann ich mal wühlen, ob ich da irgendwie, da müsste was auf YouTube sein irgendwie. Das wäre schön, das würde ich gerne unseren Zusehern und den Menschen hier einfach sehen, auch damit sie vielleicht das als Hilfestellung, wenn sie sich das Video jetzt angeguckt haben, die Zuschauer, als Hilfestellung einfach mitnehmen können. Also solltest du dann heute jetzt dann zugeschaut haben und das Video nachher angeguckt haben, guck mal in den Chat danach rein und in die Kommentarliste. Der Arne wird da was reinstellen. Ich bin da fest von überzeugt, dass er was finden wird. Und dann kannst du das einfach mal nehmen und einfach mal reinfühlen und das für dich so nutzen, um vielleicht auch deine Neuausrichtung, die du jetzt anstrebst, das als Hilfestellung zu nehmen. Also es hilft immer, sich neu auszurichten, egal womit man tut. Oder ich meine, Arne, du hast dich ja auch viele Jahre neu ausgerichtet. Du hast ganz am Anfang gesagt, als wir angefangen haben mit dem Call, als wir noch nicht live waren, du hast so ein turbulentes Leben, aber es war immer so und es ist immer gut gegangen. Mhm. Aber das bedeutet ja auch, du hast dich immer wieder neu ausgerichtet. Und so das Fazit von den ganzen Neuausrichtungen, prozentual, wenn du so eine Wohnung sagst, so okay, wie viel Prozent sind gut gegangen, wie viel Prozent waren eine Katastrophe? Ja, im Endeffekt ist alles gut gegangen. Ich bin zufrieden. Also bist du auch ein guter Neuausrichter? Ja, ich denke mal schon. Okay. Das heißt, die bei uns hier bei Nasmus nicht sind, in der Gruppe sind, auf der Seite sind, die dürfen sich bei dir melden, nehme ich mal an, ne? Ja, gerne doch. Okay. Lieber Arne, vielen herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Es wird in Kürze wieder einen neuen Nahtstalk geben. Und ich freue mich sehr. Danke, lieber Arne, dass du die Zeit genommen hast. Gerne, danke dir. Ja. Bei uns Kooperationspartner bist. Du bist ja, verrätst du noch, wo du sitzt, wo dein Sitz ist? In Kiel. In Kiel. Ich weiß gar nicht, hattest du das vorhin gesagt oder habe ich das nicht gehört? Nö, weiß ich nicht, hat man gar nicht drüber geredet. Ne? Okay. Das heißt, du vertrittst ja ein bisschen den Norden. Das heißt also, für alle, die jetzt zugeschaut haben und sich mit dir in Verbindung setzen möchten, können auch physisch zu dir kommen. Du hast auch physische Programme. Also, ja. Also ich mache jetzt, also was ich mache, sind Wochenend-Coachings, aber ich habe auch Praxisräume zur Verfügung, wenn jemand so kommt, ja. Und ansonsten online via Zoom, so wie wir jetzt gerade diesen Talk. Super. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und ich bin ganz gespannt, was du der Gruppe auch und uns noch alles beibringen kannst und mitgeben kannst für unsere Nordausrichtung. Okay, ich danke dir. Danke auch. Schönen Abend. Ja, dir auch. Tschüss.